Hey Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerks Emerald Empire, das Smaragdkönigreich. Heute mit dem Kapitel 1 Geografie, dem zweiten Teil von Wäldern. Der Shinomen Mori ist einer der geheimnisvollsten Orte im Kaiserreich. Er ist mit Abstand der größte Wald in Rokugan und auch einer der am wenigsten bekannten Orte innerhalb der Grenzen des Reiches. Er wurde nie völlig erforscht, obwohl die Menschen aus Rokugan den äußeren Rändern dieses Waldes besuchen und gelegentlich wertvolles Holz ernten, hat sich noch nie ein Mensch tief hineingewagt und ist zurückgekehrt, um davon zu erzählen. Tatsächlich gibt es hunderte von Meilen im Wald, die kein sterblicher Mensch je gesehen hat. Selbst die Naga, deren antiken Städte fast alle innerhalb des Shinomen Mori liegen, behaupten nicht, dass sie alle Geheimnisse dieses unheimlichen Ortes zu kennen. Es gibt hunderte von Gerüchten und Legenden über den Shinomen Mori. Geschichten, die im Laufe der Jahrhunderte immer detaillierter wurden und keiner kann wirklich belegen, welche Geschichten wahr und welche frei erfunden sind. Man glaubt verschiedene Arten von Geistern und fantastischen Kreaturen, den Wald zu bewohnen. Im Kern des Waldes sollen alle möglichen spirituellen Kräfte vertreten sein. Niemand weiß, ob diese Geschichten Tatsachen oder Erfindungen sind. Aber alle, die den Shinomen Mori besuchen oder ihn sogar aus der Entfernung gesehen haben, sind überzeugt, dass er ein wirklich gefährlicher Ort ist. Irgendwie nicht ganz natürlich oder mit dem Rest der materiellen Welt verbunden. Selbst die mutigsten Samurai in Rokugan zögern, diesen riesigen Wald zu erkunden. Und so bleibt das Shinomen Mori, so wie es vor Hunderten von Jahren war, ein wildes, unberührtes Land. Heimat unzähliger wilder Tiere und auch sehr seltsamer Kreaturen. Seine Flora reicht und ist extrem vielfältig und bleibt größtenteils ungestört. Birke, Weide, Ahorn und Eiche scheinen die am häufigsten vorkommenden Bäume im Wald zu sein. Oder zumindest in Teilen, welche die Rokugani zu besuchen gewagt haben. Im nördlichen Teil des Shinomen Mori sind Zypressen und Wacholder sowie einige Tannen und Ahorn verbreitet. Am südlichen Rand hingegen mischen sich Pflaumen- und Kirschenbäume, Teak, Balsa, Weiden und Birken miteinander. Trotz all der schrecklichen Gerüchte, die dem Ort anhaften, haben Skorpione, Krabben und Einhörner zu verschiedenen Zeiten den Rand des riesigen Waldes erkundet. Sie haben auch Holz aus ihm geerntet, obwohl sie sehr darauf bedacht waren, die Geister des Shinomen Mori nicht zu verärgern. Trotz der langen Geschichte des Kaiserreiches hat es noch kein Clan jemals gewagt, eine größere Siedlung in der Nähe des Shinomen Mori zu errichten, obwohl viele kleine Dörfer in der Gegend direkt um ihn herum zu finden sind. Die Haimin, die in diesen Dörfern leben, wagen sich nie in den uralten Wald hinein und haben gelernt zu fürchten, was in ihm verborgen liegen könnte. Am südöstlichen Rand des Shinomen Mori befindet sich der Kirschblüten-Schneesee, einer der wichtigsten Orte in Rokugan. In diesem Teil des Waldes sind Kirschbäume vorherrschend, welche die Ränder des Sees säumen. Sie blühen das ganze Jahr, im ganzen Sommer über. Und wenn die weißen Blüten fallen, bedecken sie das Wasser des Sees, als wäre es mit Schnee bedeckt. Eines der berühmtesten Kirschblütenfestivals
des Kaiserreiches findet hier jeden Frühling statt. Diejenigen, die in der Nähe des Shinomen Mori feiern, können vorübergehend ihre Ängste vor diesem unheimlichen Ort vergessen. Der Kitsune Mori, der Wald des Fuchses, ein relativ kleiner Ort im Vergleich zu den ausgedehnten Shinomen-Wäldern im Westen, ist auch ein viel einfacherer Ort, mit weniger Geheimnissen, die es zu entdecken gilt, zumindest für die Shugenja der Kitsune-Familie. Kitsune Mori ist seit dem Beginn des Kaiserreiches die Heimat des Fuchsklans und wurde Teil der Mantis-Territorien, als der Fuchsklan im späten 12. Jahrhundert zu den Mantis kam. Es ist ein ziemlich lichter Wald mit gemischten Bäumen. Das milde Klima und die warmen Winde, die aus dem Südosten kommen, sind äußerst vorteilhaft für die reiche und üppige Flora. Und so ist der Kitsune Mori ein grüner und freigebiger Ort. Die Bäume des Kitsune Mori neigen dazu, nicht zusammengekauert zu wachsen, sondern sich weit voneinander zu verteilen. So dass trotz der unzähligen kleinen Pflanzen und Sträucher, die den Boden bedecken, die Reise durch den Wald relativ einfach ist. Alle Arten von Pflanzen und Tieren können im Kitsune Mori gefunden werden und ist ein idealer Ort, um nach Nüssen, Beeren und Wurzeln zu suchen. Im Wald des Fuchses gibt es eine große Vielfalt an wilden Früchten und essbaren Pflanzen. Reichlich genug, um Hunderte von Menschen zu ernähren, einfach indem man die Geschenke des Waldes erntet. In der Tat war es allein diese Freigebigkeit des Waldes, welche der Grund war für das Überleben des Fuchsklans in seinen ersten Jahrzehnten innerhalb des Kitsune Mori. Im Kitsune Mori sind viele verschiedene Kräuter, Wurzeln und Gewürze vertreten, so dass Kräuterkenner des ganzen Reiches den Wald als einen der besten Orte ansehen, um medizinische Zutaten zu finden. Birken und Weiden gibt es im Wald des Fuchses, aber auch über 100 verschiedene Arten anderer Bäume. Darunter mehrere Arten von Ahorn, sowie viele Nadelbäume. Es überrascht nicht, dass die üppige Pflanzenwelt des Kitsune Mori unzählige Tierarten anzieht. Der Wald ist einer der besten Orte im Reich, um sowohl Kleinwild als auch größere Beute wie Rehe und Wildschweine zu jagen, obwohl die Kitsune keine Füchse zur Jagd zulassen. Wölfe und Braunbären sind die furchterregendsten Tiere, die innerhalb der Grenzen des Waldes leben. Aber wie sein Name andeutet, ist der Kitsune Mori für die verschiedenen Arten von Füchsen am bekanntesten, einschließlich des heimlichen roten Fuchses, der dort lebt. Der Kitsune Mori verbirgt einige Durchgänge in die Geisterwelten, hauptsächlich nach Shikoshudo, dem Reich der Tiere. Formverändernde Geister, insbesondere Kitsune und Tanuki, sind häufige Besucher des Kitsune Mori und ihre Verbindung mit dem Fuchsklan haben zur berühmten spirituellen Natur der Kitsune-Familie beigetragen. Für diejenigen außerhalb des Fuchsklans kann der Kitsune Mori jedoch ein beunruhigender Ort sein. Und Fremde neigen dazu, vorsichtig zu sein, wenn sie durch diese Wälder reisen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr hattet hoffentlich ein wenig Spaß. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten wieder. Bis dann. Ciao.